So, wir sind wieder da. Ich habe mich wieder ein bisschen gefasst und Zoe ist auch wieder da. Hallo. Hallo. Und gut, reden wir weiter. Eigentlich ist es gar nicht nötig, euch auszuschalten. Ihr seid bloß ein Haufen dummer Kinder. Ich werde mich nur um wichtige Dinge widmen. Dank euch habe ich ohnehin schon schlechte Laune. Was ist denn das für? Ich kann mir ja nicht mal mehr sicher sein, ob es draußen nicht noch mehr von eurer Sorte gibt. Allerdings. Die Schöpfung. Für die Schöpfung ist es niemand mehr möglich, das Unabwendbare abzuwenden. Du wirst doch nicht etwa... Ich werde ihn an mich nehmen. Dann ist es endgültig aus mit euren lächerlichen Hoffnungen. Wo ist sie hin? Jetzt wird es brenzlig. Sie wird zum Schöpfungsgesal, der im Tempel der Schöpfung ruht. Selbst wenn alle Elementare vereinigt sind, ohne den Schöpferkristall, ist es unmöglich, das Gleichgewicht endgültig wiederherzustellen. Nach den Ereignissen von eben fällt es mir nicht leicht, dies zu sagen, aber ihr müsst sie verfolgen und aufhalten. Ich werde mich um Erika kümmern. Bitte, Lailea, Xai und all die anderen, ihr müsst sie aufhalten. Wie kommen wir da hin? Die Portale zum Weltentor und zum Tempel der Schöpfung wurden bereits bei der Reise eurer Vorgänger geöffnet. Geht in den Raum hinter mir. Ich werde euch einen Teleporter öffnen, der direkt zum Tempel der Schöpfung führt. Beeilt euch! Ich kann mich wieder bewegen. Ach du Scheiße. Mich schuldig, dass ich der Prinzessin diese schmerzvollen Augenblicke hier sparen konnte. Furchtbar, besonders für ihre engsten Freunde. Ist es wirklich das Ende? Lia, sieh nicht hin. Okay, gut. Ja, wir gehen jetzt in einen anderen Raum. Da scheinen die Teleporter dann zu sein. Okay, was ist das hier? Unten ist ein Teleporter. Jo, dann gehen wir mal durch den Teleporter. Und schauen, was uns erwartet. Zum Tempel der Schöpfung? Klar. Wir wollen unsere Rache. Kann ich speichern? Ja, ich kann speichern. Meine Truppe schnell umändern. Und zwar Julia und eine Maler mal mit. Kann nicht schaden. Ich beeile mich mal lieber. Verschwinde, du blöde Missgeburt. Lästig. Ihr habt es geschafft, so schnell hierher zu kommen. Und kann dir doch egal sein. Das wird wohl dieser Schöpferkristall sein. Du wirst ihn nicht zerstören. Und zerstören? Bist du völlig verblödet, du Schwachkopf? Würde ich ihn zerstören, hätten wir keine Möglichkeit mehr, Nemesis Pläne Wirklichkeit werden zu lassen. Denn sollte man den Schöpferkristall zerstören, würde ein unkontrollierbares Chaos entstehen. Niemand hätte etwas davon. Warum bist du denn hier, Kreatur? Lass ab vom Schöpferkristall und verschwinde von hier, sonst hagelt es Gerechtigkeit. Amisan. Schöpfungskristall, dir wird niemand mehr die Kraft der Elemente übertragen. Greift sie halt an, Leute. Euer langersehendes Gleichgewicht werdet ihr niemals mehr wiederherstellen. Ich bin so frei und werde den Schöpferkristall an mich nehmen. Ich werde ihn an einen Ort bringen, den ihr niemals erreichen werdet. Nicht so schnell. What the fuck? Die war schnell. Okay. Gut, Leute. Aber ich würde sagen, hier hören wir auf. Wir speichern. Nein. Dauert nicht mehr lang. Dauert nicht mehr lang? Nein, ich darf nicht aufhören. Entschuldigung. Kein Ding. Ich mach noch weiter.
Okay, zum Heiligtum zurück. So. Okay. Oh Gott, das ist so krass. Wir kamen zu spät. Oh Gott, ich kann ja nicht mal mehr richtig sprechen, wenn ich die Erika sehe. Wir kamen zu spät. Diese Redowal hat den Schäferkristall an sich genommen und ist geflohen. Geflohen? Hat sie Näheres dazu gesagt? Sie sagte, sie bringt ihn in einen Ort, den wir niemals erreichen können. Ein Ort, den ihr nicht erreichen könnt? Ja. Okay. Das Weltentor. Sie kann nur das Weltentor meinen. Ist das nicht der Ort, an dem Nemesis damals verbannt wurde? So ist es. Wenn sie den Schöpferkristall hinter das Weltentor bringen. Nein, daran will ich nicht denken. Ich werde euch ein Portal zum Weltentor öffnen. Damit dürfen sie nicht durchkommen. Beeilt euch. Oh Gott, zum nächsten Portal laufen. Ich speichere mal wieder. Hier, das zweite Portal ist offen. Getan. Oh, ich habe euch ja fast gar nicht gemerkt. Der Schöpferkristall ist bereits hinter dem Weltentor und gleich werden auch Nemesis und ich dort sein. Aber vom Bösen verschluckt? Mir scheint, hast du nicht wirklich aufgepasst. Wir sind das Resultat aus Nemesis Macht und allem, was hinter dem Weltentor lauert. Dieser Ort ist nicht mehr gefährlich. Nicht für ihn, nicht für uns, für niemanden. Er geht, greift sie halt an, Leute. Das Reich hinter dem Weltentor ist das wohl Sonderbarste, was jemals existierte. Formbar durch die bloße Kraft starker Gedanken und Emotionen. Dort werde ich Nemesis um einiges schneller regenerieren können als hier. Und er wird um einiges stärker zurückkehren. Und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass irgendwelche Tölpel versuchen, das Gleichgewicht mit Hilfe der Elementargeister und des Schöpferkristalls wiederherzustellen. Denn dieser ist bei mir. Dann werden wir dir einfach folgen. Dieses kleine Tor wird uns sicher nicht aufhalten. Oh, ich denke schon, dass es das wird. Denn euch fehlen die Mittel, dieses Tor zu öffnen, wenn es erst einmal geschlossen wurde. Hey, warte, du kannst nicht einfach... Okay, das ging schnell zu. Das darf doch nicht wahr sein. Mach auf, öffne dich. Geh doch auf, du gottverdammtes Tor. War es das nun? Endgültig? Es sieht jedenfalls verdammt schlecht aus. Malt nicht den Teufel an die Wand. Wir sollten zur Elementargöttin und mit ihr darüber reden. Okay, wieder zurück. Beam me up, Scotty. Gleich. Tretet beiseite, bitte. Es tut mir sehr leid, für euch alle. Doch leider konnte ich Ihnen nicht mehr helfen. Ich werde ihr ihre letzte Ruhe verschaffen. Ihre Seele hat nun ihren Frieden gefunden. Warum muss es so weit kommen? Wir haben den höchsten Preis zahlen müssen. Das Leben einer guten Freundin. Wir konnten Erika nicht retten. Wir konnten den Schöpferkristall nicht retten. Und das Tor lässt sich auch nicht öffnen. Ich
weiß, dass das alles für euch ein harter Schlag gewesen ist. Aber ihr dürft nicht aufgeben. Gerade jetzt braucht die Welt euch. Aber das Tor, es ist geschlossen. Und wird sich nicht wieder öffnen. Was sollen wir denn bloß noch tun? Und Erika ist fort. Sie wird nie wieder zu uns zurückkehren. Es gibt keine Möglichkeit, Erika jemals wieder zurückzuholen. Auch für mich nicht. Aber es gibt eine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Was? Wie? Beruhig dich doch, Xai. Tut mir leid, ich bin immer noch ein wenig geladen. Das Tor lässt sich auch von außen öffnen. Wie sonst hätte Nemesis es damals öffnen sollen? Könnt ihr uns verraten, wie wir das schaffen? Es gibt einen Spruch. Ein Spruch altertümlicher Sprache, mit dem man das Tor zu öffnen ist. Und doch leider... Leider kenne selbst ich den Spruch nicht. Ich weiß bloß, dass jener Spruch irgendwo niedergeschrieben steht. Aber wo? Im Grunde genommen stehen wir also wieder ohne irgendwelchen Anhaltspunkt da. Wo sollen wir denn suchen? Er könnte überall sein. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber das ist unsere einzige Chance. Ich kann nicht glauben, mit was für Idioten ich unterwegs bin. Hältst du das in dieser Stimmung für angebracht? Wieso sollte alles verloren sein? Das ist doch totaler Blödsinn. Redovan ist hinter dem Weltenbau. Na und? Hat er vergessen, dass Nemesis 4 Abkömmlinge hatte? Sie hatte recht. Und genau daran müsst ihr euch nun halten. Findet ihr die übrigen 3 Abkömmlinge, findet ihr auch einen Weg. Da bin ich mir sicher. Seid ihr bereit, eure Reise fortzusetzen? Seid ihr bereit, einen Weg zu finden, um hinter das Weltentor zu gelangen? Naja. Ich sagte, seid ihr bereit, eure Reise fortzusetzen, um einen Weg hinter das Weltentor zu finden? Es sind vielleicht viele schlimme Dinge geschehen. Doch gerade wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Habt ihr das schon vergessen? Aufgeben? Kommt nicht in Frage, Junge. Xai, Fair, was ist los mit euch? Fair, bitte. Du weißt doch, dass sie recht haben. Tu es für uns, für die Welt. Und auch für mich. Mala. Ihr habt ja recht. Entschuldigt meine kurze Zweifel. Gerade jetzt sind diese Fehler am Platz. Xai? Mach nicht den Fehler und denke nur an dich. Sei bitte. Na los. Ihr habt recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Natürlich werden wir unsere Reise fortsetzen. Wir werden den Schöpferkristall zurückholen und die 4 Abkömmlinge Nemesis aufhalten. Ehrenwerte und tapfere Krieger. Leider gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt, aber ich denke, dass ich euch eure Suche ein wenig vereinfachen kann. Das wäre ideal. Was genau habt ihr davor? Ich werde weitere Portale öffnen. Damit sollte euch das Reisen durch die Welt um einiges leichter fallen. Jetzt, da ihr die Schwingungen dieses Ort aufgenommen habt, ist es auch möglich, sie zu verwenden. Ich wünsche euch alles Glück der Welt. Mein Heiligtum sei euch immer zugänglich. Okay, gut. Aber jetzt werde ich speichern. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann uns auf die Suche nach den weiteren Abkömmlingen von Nemesis machen und denen mal gewaltig in den Hintern treten, weil das haben sie echt verdient. Okay, ich wünsche euch eine gute Nacht, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.